Diese Sendung wird unterstützt von Swisslux AG, der Spezialist für intelligente Gebäudetechnik. Grüezi miteinander, unsere Sendung kommt heute aus Friedrichshafen, aus dem Graf-Zeppelin-Haus und ich habe heute einen Arzttermin. Ja, nicht einfach einen Termin mit einem Arzt, sondern mit einem Arzt und Kabarettist, der Eckhard von Hirschhausen. Sein Programm heisst «Wunderheiler» und wir schauen gerade mal rein. So viele verschiedene Gesundheitsberufe. Früher war die Welt übersichtlicher, da gab es nämlich genau einen Gesundheitsberuf. Das war der Medizinmann. Der war für alles zuständig, für Krankheiten, für Kräuter, für berauschende Substanzen, fürs Diesseits, fürs Jenseits und für die Gruppe, für Trommeln, für Feuer und Tanzen. Was haben wir daraus gemacht? Arzt, Apotheker, Drogendealer, Priester, Psychotherapeut, Sozialarbeiter, DJ, Pyrotechniker, Eventmanager. Und wir sind unglaublich enttäuscht, dass uns keiner mehr ganzheitlich sieht. Und jetzt freue ich mich echt aufs Gespräch live mit dem Eckhard von Hirschhausen. Salut zusammen. Wie steht es eigentlich mit dem Schweizerdeutsch? Ich liebe es, ich höre es sehr gerne. Ich habe ja einen Teil meiner Ausbildung als Arzt im Kanton Bern gemacht. Aber ich werde mich hüten, es zu sprechen, aber gerne im Dialekt. In gut 2 Stunden geht's hier los. Wenn wir einen kurzen Check machen, wie steht es mit Puls, mit Bluthochdruck? Ich bin sehr entspannt. Ich habe das Gefühl, jeder Abend auf der Bühne ist wie ein Erntedankfest. Ich habe angefangen vor über 30 Jahren, da glaubte keiner, dass diese Kombination von Medizin und Kabarett überhaupt funktionieren könnte. Und wenn heute hier über 1000 Menschen kommen und vor allem diese Intensität der Begegnung, die ist live immer noch anders als im Fernsehen, da freue ich mich jeden Abend drauf. Und ich bin positiv aufgeregt, aber Lampenfieber habe ich Gott sei Dank toi 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 nie. Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass das funktioniert, diese Verbindung zwischen Humor und Medizinwissen? Das hat eine Weile gebraucht. Ich habe ja angefangen als Zauberkünstler. Und mein Buch Wunder wirken Wunder schreibe ich ja auch zum Teil aus der Perspektive von jemand, der die Psychologie der Täuschung von der Pike auf gelernt hat. Ich habe lange versucht, meine Bühnenkarriere und die medizinische Karriere ganz strikt zu trennen. Und ich hatte dann so ein Aha-Erlebnis, als ich anfing, über medizinische Themen auf der Bühne zu reden und die Leute lachten, dachte ich, Mensch, ja, man soll ja eigentlich über die Dinge sprechen, wo man sich am besten auskennt. Und dann war das die Geburtsstunde des medizinischen Kabaretts. Ich suche noch nach einer anderen Definition von Humor. Mhm. Manchmal ist es ja nicht dieser klassische Schenkelklopfhumor, kann es ja auch sein. Mhm. Ist es auch eine Haltung im Leben? Ja, also eine schöne Definition kommt von Karl Valentin. Er hat gesagt, wenn es regnet, dann freue ich mich. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Und das ist auch meine Antwort, wenn die Menschen sagen, Mensch, Medizin ist doch ein ernstes Thema. Wieso kann man denn da mit Humor rangehen? Gerade weil die Themen ernst sind, werden sie ja nicht besser, wenn man mit betretener Miene nur da rangeht. Sondern Humor ist letzten Endes das tiefe Ja zur Absurdität unserer Existenz. Und eine heitere Gelassenheit, ein Zeichen von Weisheit, ein Zeichen von Spiritualität. Und das mag viele überraschen, die denken, Lachen ist was Oberflächliches. Kann es auch sein. Es kann auch total albern und ohne tieferen Sinn sein. Aber alle Religionen der Welt versuchen doch, die Menschen in die Gegenwart zu holen. Zu sagen, ärgere dich nicht über die Dinge, die waren, habt keine Angst vor dem, was kommt, fürchtet euch nicht, seid im Moment. Sorgt euch nicht und so weiter und so fort. Und das passiert im Lachen automatisch. Wenn du herzhaft lachst, dann bist du gegenwärtig. Und Gegenwart heißt auf Englisch Presence. Und präsent ist das Geschenk. Das heißt, das größte Geschenk, was wir haben, ist unser gegenwärtiger Moment. Und im Lachen wird uns das schlagartig klar. Und deswegen ist es auch, glaube ich, ein Zeichen für sich anfreunden mit den Dingen, die wir letzten Endes nicht verstehen und auch nicht auflösen werden. Nämlich die Widersprüche. Wir kommen aus Staub, wir werden zu Staub. Deswegen meinen die meisten Menschen, es muss im Leben darum gehen, viel Staub aufzuwirbeln. Und immer wenn man sich seiner eigenen Begrenztheit bewusst wird, kann man darüber verzweifeln, man kann darüber verrückt werden oder man kann darüber lachen.
da habe ich mich doch gefragt, auch, wie ist das eben, wenn es im Moment einfach nichts zu lachen gibt? Also da kriegt jemand eine Diagnose und es ist, also das mit dem Lachen und Humor ist so weit weg in dem Moment. Aber Sie haben sich auch damit beschäftigt in Ihrem Buch. Also ich habe, ich mache gerade eine sehr interessante Erfahrung auf der Palliativstation in der Universitätsklinik in Bonn, wo wir eine Pilotstudie machen, ob Humorinterventionen auch in der letzten Lebensphase Lebensqualität steigern können. Und ich habe da einen Mann besucht, der schwer krank ist. Das weiß er auch, er ist kaum älter als wir. Und er war im Bett, weil er auch nicht mehr laufen konnte. Und ich habe ihm einen Witz erzählt. Und der geht so, da springt jemand aus dem Flugzeug und hat einen Fallschirm dabei und zieht die erste Leine und nichts passiert. Der denkt, Gott sei Dank habe ich einen Rettungsschirm, zieht die zweite Leine, wieder passiert nichts. Und der rast ungebremst der Erde entgegen und denkt, das war's jetzt. Und plötzlich sieht er, dass ein anderer Mann ihm von der Erde entgegenkommt. Und er denkt, träum ich, wach ich? Ist das meine Rettung? Und er ruft, reparieren Sie Fallschirme? Und der andere ruft, nein, aber Gasleitungen. Und der Mann im Bett hat so herzhaft gelacht, weil er natürlich die Bedeutung dieses Witzes auf der tieferen Ebene kapiert hat. Nämlich, wir sind alle im freien Fall. Wir sind alle sterblich, wir sind endlich. Und das heißt, wenn unser Leben endlich ist, wann fangen wir endlich an zu leben? Und oft sind Krisen, sind Krankheiten, sind Diagnosen der Moment, wo Menschen wach werden. Wo sie sagen, wenn ich jetzt nur noch eine begrenzte Zeit habe, dann möchte ich die intensiv erleben. Und kurioserweise zerbrechen gar nicht so viele Menschen unter schwerer Last, sondern viele werden stärker. Das ist ein Phänomen, was die Psychologen erst in den letzten 20 Jahren untersucht haben. Alle reden über Traumatisierung, aber was ich viel spannender finde, ist, wie viele Menschen durch Schicksalsschläge nachher sagen, auf eine komische Art ist es das Beste, was mir passiert ist. Weil dadurch habe ich gelernt, wer meine Freunde sind. Dadurch habe ich gelernt, auf wen ich mich verlassen kann und auf wen auch nicht. Ich habe gelernt, wie viel ich aushalte. Und, das ist auch ein wichtiger Aspekt, Menschen, die selber einmal verwundet wurden, werden bessere Zuhörer, bessere Helfer, bessere Helfer für andere. Wenn man Ihnen so zuschaut im Programm, dann gibt es diese nachdenklichen Momente, auch diese Momente, wo man wirklich lachen kann, wo man sich auch erkennt drin, das geht mir zum Beispiel so. Und da habe ich mich gefragt, gibt es in Ihrem persönlichen Leben Momente, wo Ihnen das Lachen im Hals stecken geblieben ist? Also wo Sie jetzt auch nicht mehr einfach umschalten konnten auf die Humorschiene? Ja, ich schreibe in meinem Buch Wunder wirken Wunder auch von Begegnungen mit Patienten, die mir nicht aus dem Kopf sind, obwohl die 20 Jahre her sind. Und ein Moment, wo mir selber wirklich das Blut in den Adern gefror war, in der Kinderklinik, wo ich als ganz junger Assistenzarzt Eltern die MRT-Bilder zeigen musste von ihrem vierjährigen Kind, was die Treppe runtergefallen war. Und da war, wie Vierjährige sind, neugierig, hatte sich die Gummistiefel vom Opa angezogen, war damit unsicher gelaufen, war auf den Hinterkopf gefallen, hatte schwerste Hirnblutung. Und beide Eltern waren Ärzte und ich habe ihnen diese Bilder da an die Wand gezeigt und die wussten auch, was das bedeutet, nämlich, dass das nicht mehr gut wird. Und ich ging ja dann in den Journalismus und habe dann Bühne gemacht und Bücher geschrieben, aber diese Familie ging mir nicht aus dem Kopf. Und dann habe ich wirklich fast auf den Tag, ohne dass ich es wusste, 18 Jahre später, ihnen einen Brief geschrieben, weil ich wusste noch, wie die hießen. Und habe die gefunden. Die haben sehr liebevoll zurückgeschrieben und ich fragte, was ist denn aus dem Sohn geworden und wie ging ihr Leben weiter? Und die haben den bei sich zu Hause, der ist nie wieder zu Bewusstsein gekommen, aber der hat jeden Tag Menschen um sich, die ihn lieben. Das heißt für mich, Heilung heißt nicht, dass alles wieder gut wird, sondern heißt, ich akzeptiere Dinge, die ich nicht ändern kann und ich glaube weiter, dass denen etwas erreicht, was Kraft der Liebe ist. Also Humor ist mehr als Symptombekämpfung. Ja, es ist, da geht es nicht um Humor, da geht es um die Haltung von... Oder Heilung ist mehr als Symptombekämpfung. Ja, es ist ein Akzeptieren von dem, was ist. Und das kann ich im Lachen, das kann ich in der Stille,
das kann ich im Gebet, das kann ich in Musik. Da gibt es viele Wege. Und deswegen, heute treffe ich die Eltern und heute lachen wir wieder darüber und die sagen mir, damals war das auch für sie mit mir natürlich eine Begegnung auf der Station in einer Intensität, die man ja im normalen Leben nie hat. Und die haben mir heute gesagt, dass ich ihnen damals Hoffnung geben konnte. Und das hat mir sehr viel bedeutet, weil ich mir damals so doof vorkam als Mitte 20-Jähriger. Und ich habe immer gesagt, kein Mensch kann wissen, wie das weitergeht. Und das kann sich auch in Teilen wieder regenerieren und so. Und die sagten mir nachher, dass da war der Oberarzt, der Chefarzt und so. Und die hatten alle keinen Bezug. Und die merkten aber, dass mir das wirklich nahe ging. Und das ist auch ein Teil von dem, was man dann später als unprofessionell abtut. Ärzte, Pflegekräfte lernen, sich hinter einer Maske zu verstecken. Und das braucht es ein bisschen, also man muss es regulieren können, dass man nicht mit jedem Patienten mitleidet, dann kann man eben auch nicht helfen. Aber dass Menschen spüren, dass sie einem nicht, dass sie was bedeuten und dass sie nicht egal sind, dass man nicht sozusagen, und der Nächste bitte, ja, Nächste bitte, macht, das ist die hohe Kunst in allen Gesundheits- und therapeutischen Berufen. Wenn mir jetzt dieser Zugang zu den eher heiteren, humorvollen Seiten des Lebens ein bisschen fehlt, kann ich das einüben? Kann man das trainieren? Ja, kann man. Also zum einen kann man akzeptieren, dass dieser Gegensatz von heiter und traurig eine Scheinparadoxie ist. Also es gibt ein schönes jüdisches Sprichwort, das heißt, Tränen, die man gelacht hat, muss man nicht mehr weinen. Und natürlich kann man auch das Leben begreifen als ein Auf und Ab. Das heißt, die heiteren Momente werden auch dadurch wertvoller, weil man auch die dunklen Seiten kennt. Was man am Humor trainieren kann, und da gibt es an der Universität Zürich eine europaweit führende Forschungsstelle mit dem Willibald Ruch, dem Professor, der auch für uns, für meine Stiftung auch Studien schon durchgeführt hat. Wir haben zum Beispiel die Humorfähigkeit von Pflegekräften untersucht und gesteigert durch ein Training, wo man so Dinge aus dem Improvisationstheater macht, wo man lernt, egal was passiert, mir fällt was ein. Ich kann mich sozusagen lächerlich machen, ohne dabei das Gesicht zu verlieren. Ich kann Freude haben im Moment. Wie gehe ich in Kontakt? Wie gehe ich alleine bei einem Gespräch auf Augenhöhe? Wie viel im Krankenhaus wird kommuniziert von oben herab, im wahrsten Sinne? Du liegst da, du guckst in Nasenlöcher, guckst in Neonröhren auf den Galgen, der über dir baumelt. Und das ist keine echte Kommunikation. Allein die Menschen dafür sensibel zu machen, wie viel Einfluss sie haben, durch Kleinigkeiten, durch ein Lächeln. Der Patient liegt da und diese 5 Minuten, wo das Team bei ihm ist, die spielt er die nächsten 24 Stunden in Dauerschleife in seinem Kopf. Und wenn man dafür ein Bewusstsein hat, wie wichtig sozusagen ein kleines Wort sein kann, dann trainiert man eben auch die Fähigkeit, bei jedem Öffnen einer Tür, sich klarzumachen, jetzt beginnt ein neues Leben, ein neues Stück, ein neues Drama, eine neue Komödie und ich bin offen dafür. Und das ist tatsächlich auch psychologisch erforscht und nachweisbar, Humorfähigkeit lässt sich trainieren. Also das tönt jetzt schon, das mit der Tür auch so nach Dingen, die man wirklich einüben kann, wie Rituale. Mhm. Rituale spielen bei Ihnen im Programm eine sehr wichtige Rolle. Ja, im Leben da wollen überhaupt. Wir jetzt kurz reinschauen. In allen Heilungskulturen der Welt gibt es Rituale. Warum? Da muss man nicht drüber nachdenken, man macht es einfach. Und das macht Sinn. Denn es braucht etwas, was uns mal ab und an rausreißt aus unserem Hamsterrad. Denn der Hamster denkt ein Leben lang, sein Hamsterrad wäre eine Karriereleiter. Und der ackert sich ab und sagt, ja, ich bin gleich oben, oh, doch, ich hab ein gutes Gefühl, du, noch 2, 3 Stufen, dann bin ich ganz oben. Und zack, fällt er tot um und hat ein Leben lang nicht kapiert, ist ja ein Rad. Und deswegen muss man aus dem Rad raus. Dann sieht man das erst. Und dieses Raus und Rein, dafür sind Rituale super. Ich habe mir manchmal noch nicht mal morgens mehr Zeit für eine Tasse Kaffee gegönnt. Ich habe Kaffeepulver in die eine Backe, Warmwasser in die andere. Und so dachte ich, schaffst du mehr. Nein, du schaffst mehr, wenn du Pausen machst im Tag. Und dir gut tust. Was könnten so helfende Rituale sein? Die Bettkantenübung von meinem Freund Jens Korsen, Supercoach, der sagt, bevor du aufstehst morgens, überleg dir, wofür stehe ich heute auf? Und noch ein kleiner Tipp, wenn einem nichts einfällt, liegen bleiben.
Warum gibt es so viele Rituale für den Morgen? Ein Morgengebet oder eine gymnastische Übung, irgendwas, was einen Bewusstheit schafft für das Wunder, das jeder neue Tag wieder bringen kann. Und der Gedanke dahinter heißt, beginne den Tag nicht einfach, indem du reinstolperst. Die meisten beginnen den Tag mit negativen Gefühlen, nämlich Hass auf den Wecker. Welcher Vollidiot hat denn auf diese Zeit gestellt, ja? Und die fühlen sich fremdgesteuert. Die denken, oh, ich muss jetzt aufstehen, weil der Chef und weil die Kinder und weil das und das. Und wenn man nur das im Bewusstsein kultiviert, zu sagen, ich habe das gewählt, ich könnte mich auch anders entscheiden. Ich kann auch liegen bleiben, aber ich stehe mit Freude auf und ich freue mich auf das und das und das. Und dafür möchte ich heute meine Zeit, meine Kraft, meine Energie geben. Es ist eine Kleinigkeit, aber macht schon einen Unterschied. Sie sind in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ja. Gibt es da Rituale, die Sie mit ins Leben genommen haben? Ich bin sehr protestantisch erzogen. Meine Frau ist Katholikin. Was Rituale angeht, haben die Katholen natürlich sehr viel mehr zu bieten. Größeres Repertoire. Ja, zum Beispiel das Bekreuzigen. Mhm. Ja, das mit dem Weihwasser. Dann kommen die Skeptiker, sagen, Mensch, da sind ja lauter Keime drin. Natürlich, wenn da alle mit ungewaschenen Händen reingehen, was erwartet man? Aber vielleicht gibt es auch einen Sinn hinter Ritualen, der erst auf den zweiten Blick offensichtlich wird. Früher gab es keine Impfung. Wenn man sich ständig bekreuzigt hat, kannte man alle Keime aus dem Dorf. Da haute einen auch keine Allergie um. Nein, im Ernst, kann man zum Beispiel sagen, dass alleine sich hinzuknien zum Beispiel verändert das Bewusstsein. Man übt Demut ein. Man sagt, ich bin nicht der Größte, sondern es gibt etwas Größeres als mich. Das heißt also, diese Verbindung zwischen körperlichen Übungen und seelischen Zuständen, die ist ganz offensichtlich. Die nutzen wir viel zu wenig. Also im Yoga macht man das, ja. Wenn man sich gedehnt hat, wenn man sich geöffnet hat, wenn man gesungen hat. Wir haben viel zu Hause gesungen. Ich glaube sehr stark an die Kraft von Musik. Noch besser als hören ist, sie selber zu machen. Und singen ist das Instrument, was wir alle mit uns haben. Das heißt, auch unter der Dusche oder in der Badewanne oder auch im Auto laut zu singen, ist ein ganz einfaches kleines Ritual. Und im Stau zu stehen. Und dann sieht man zwei Autos weiter, jemand, der im Stau steht und laut singt. Das macht doch für alle die Stimmung sofort wie mit Magie anders. Sprechen Sie mit Gott? Ja, also ich hoffe, ihr hört es. Und es ist... Sie sind sich da nicht so ganz sicher. Ich hatte so ein Bon Mot, wo ich sagte, wenn ich mit Gott spreche, heißt es Gebet. Wenn Gott mit mir spricht, Psychose. Also wenn man Stimmen hört und nicht so genau weiß, ist das natürlich immer psychiatrisch zu untersuchen. Aber ich habe schon so ein Grundgefühl auch von zu Hause mitgebracht bekommen, dass es sich lohnt, Momente der Stille zu haben, ein Zwiegespräch zu haben. Und ja, auch zum Beispiel im Singen von alten Kirchenliedern fühle ich mich sehr verbunden, auch mit meinen Vorfahren. Also auch wenn die Texte heute sehr seltsam tönen, zu wissen, dass das meine Eltern, meine Großeltern, meine Urgroßeltern schon gesungen haben, ein feste Burg oder was auch immer, oder die Weihnachtslieder, da hat man das Gefühl, man ist Teil von etwas Größerem und gibt etwas weiter, was man empfangen hat. Und das gibt auf eine ganz tiefe Art und Weise eine Gelassenheit oder auch ein Glücksgefühl, was man sich nicht kaufen kann. Sie haben jetzt mal von außen gesehen, sind Sie ein erfolgreicher Mensch. Alles, was Sie anpacken, scheint zu gelingen. Bestsellerliste mit Ihren Büchern, die Bühnen sind ausverkaufte Touren. Würden Sie sich selber als erfolgreich bezeichnen? Das ist schwer für einen selber zu fühlen, wann ist sozusagen, wann ist genug. Also ich wäre nicht so erfolgreich, wenn ich nicht lange Zeit getrieben gewesen wäre von einem Grundgefühl von, ich will euch was zeigen, ich will euch was beweisen, ich will, dass ihr hört, dass das, woran ich glaube, doch geht. Also über wirklich mindestens die ersten 10 Jahre hörte ich von jedem Fernsehredakteur aus dem Unterhaltungsbereich, nee, Medizin ist kein Thema für die Unterhaltung.
und von den Kabarett- und Unterhaltungsredakteuren, von den Wissenschaftsredakteuren hörte ich immer, ich weiß, dass sie Medizin studiert haben und Wissenschaftsjournalismus, aber sie sind uns zu lustig. Das heißt, die Zuschauer wissen dann nicht, ob das, was sie sagen, wie das gemeint ist. Und dass ich heute im ersten deutschen Fernsehen um 20.15 Uhr zur besten Sendezeit eine Sendung habe, wo ich natürlich Unterhaltung mache, aber zwischendurch immer auch wieder Themen wie Wiederbelebung. Ich rede über Blutspenden und über Dinge, die man erstmal überhaupt nicht in einer Unterhaltungssendung vermuten würde. Und dass das gelungen ist, diese Symbiose, da bin ich wirklich, das ist für mich einer der großen Erfolge. Und als dann jemand mir geschrieben hat, dass aufgrund der Sendung er jemand anders das Leben gerettet hat. Also eine Familie war da, wo die Frau erlebte, wie der Mann zusammenbrach mit einem Herzinfarkt. Und die hat sofort, weil sie gerade kurz vorher meine Sendung gesehen hat, gewusst, was sie tun muss. 100 Mal auf den Brustkorb. Natürlich erstmal Rettung rufen, dann drücken, bis die kommen. Und diesem Mann gegenüber zu sein und zu sagen, hey, ohne diesen Impuls gäbe es sie nicht mehr. Ja, das ist... Das ist für mich Erfolg, wo ich viel mehr drauf gebe, als über auf Quote oder ob nun 12,3 oder 14,5% zugeschaut haben. Sie sagen von sich, Sie seien immer noch Arzt, aber Sie hätten in die Prävention gewechselt. Glauben Sie, dass Prävention funktioniert? Also all diese Appelle und Kampagnen, verhaltet euch anders, bewegt euch mehr, esst mehr Gemüse und Früchte, funktioniert das überhaupt? Ja. Nicht im Sinne von einmal gehört und dann für immer beherzigt. Das wäre total naiv, das zu glauben. Dennoch glaube ich, dass die Krux in unserem ökonomischen Gesundheitswesen, es fehlt ein Geschäftsmodell für Prävention. Das heißt, wir geben Millionen, Milliarden aus in Deutschland und in der Schweiz für Gesundheit, aber immer erst dann, wenn die Leute krank sind. Es ist extrem schwer, sagen, Geld aufzutreiben, damit Kinder lernen, was sie besser essen, was sie besser nicht essen, damit die singen, tanzen, ein entspanntes Körpergefühl kriegen, damit die Achtsamkeitsübungen lernen. 20 Jahre bevor die dann in der psychosomatischen Klinik als ausgebrannt genau diese gleichen Dinge hören. Ja? Wir könnten ganz, ganz viel präventiv machen. Und da ist die Schweiz zum Teil auch weiter als in Deutschland. Muss ich wirklich von, ich habe ja das Schweizer Gesundheitswesen auch ein bisschen kennengelernt. Da gibt es viele tolle Projekte. Und ich habe da wirklich die Mission, das noch zu erleben, dass es so eine Art Gesundheit als Schulfach gibt, dass es Glück als Schulfach gibt, dass die Dinge, die man wirklich im Leben braucht, psychologische Kompetenz, die Fähigkeit, mit sich selbst liebevoll umzugehen, mit sich befreundet sein, all das steckt doch im Kern hinter dem Rauchen, hinter dem Übergewicht, hinter dem Bewegungsmangel. Die Leute essen auch nicht, weil die nicht wüssten, wo Kalorien drin sind. Die essen, weil sie eine innere Leere haben, wo sie nicht wissen, wie sie die stopfen können. Das heißt, es ist eigentlich ein seelisches Bedürfnis. Und wenn man darüber mehr weiß, glaube ich tatsächlich, dass Prävention funktioniert. Sind Sie mit sich selbst befreundet? Ja. Wie zeigt sich das? Ein gutes Beispiel ist immer, wenn man sich vorstellt, was würde ich einem Freund in meiner Situation sagen und was sage ich mir selber? Also ab und an diese hyperkritische Stimme sein zu lassen und zu sagen, Mensch, das war jetzt gut. Das ist fair. Aber es ist möglich. Und das ist letzten Endes die Anwendung des höchsten Gebots in der Bibel. Da steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, was im Originaltext heißt, liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Wenn du erkennst, dass du gar nicht so anders bist, kannst du auch aufhören, dich ständig zu beschimpfen, weil du denkst, du bist nicht gut genug für diese Welt. Und diese Idee von Erbsünden und Pipapo hat das ja auch immer wieder, gab ja in den Religionen immer Möglichkeiten, das schlechte Gewissen von Menschen auch noch auszunutzen und zu instrumentalisieren. Dann sollte man sich freikaufen aus dem Fegefeuer und so weiter und so fort. Aber mit sich befreundet sein ist eigentlich eine Form von Nächstenliebe, nämlich mit dem, dem man eigentlich am nächsten sein soll. Salopp gesagt, liebe dich selbst, dann können die anderen dich gern haben. Gibt es ein Bild aus der Bibel, was Ihnen besonders nahe ist oder eine Figur? Es gibt eine Geschichte bei Markus, die Heilung von einem Mann, der zu Jesus möchte und der im Bett liegt. Und Jesus ist im Haus und der Kranke kommt nicht ran an ihn. Und dann hat dieser Kranke aber vier Freunde, die ihn dann durch das Dach von oben runterlassen.
Und dafür machen sie erstmal ein Loch ins Dach. Also eine unglaubliche Geschichte. Sachbeschädigung. Ja, also. Und jeder war so. Ja. Und was sagt Jesus? Er sagt erstmal nicht, bist du privat oder Kasse versichert. Er sagt auch nicht, woran glaubst du? Sondern er sagt sinngemäß, jemand, der vier Freunde hat, die ihn derartig unterstützen, die so sehr an ihn glauben und es wichtig finden, dass er Heilung findet, der hat den ersten großen Schritt schon zur Heilung getan. Und dann sozusagen ihn wieder gesund zu machen, ist dann die nächste Übung. Aber ich liebe diese Geschichte, weil sie zeigt, die ist eigentlich total komisch, ja? Die ist absurd. Und gleichzeitig zeigt sie eben, dass eine der großen Quellen für Gesundheit und Heilung oder eben auch das Akzeptieren von Dingen, die man nicht mehr ändern kann, das ist, ich habe Menschen, mit denen ich mein Leben teile. Zum Schluss möchte ich noch, dass Sie uns ein paar Tipps verraten für den nächsten Arztbesuch. Was sollte ich unbedingt beachten? Muss es für einen Arztbesuch sein? Oder? Ja. Ich würde sagen, also, ich würde lieber Tipps geben, damit mein Arzt gar nicht braucht. Okay, gut. Sehr gut. Natürlich ist Bewegung eine der großen Lebensquellen. Und ganz viele Leute sagen, ich habe dafür keine Zeit. Mein Tipp wäre, schaut mal auf eure Mobiltelefonrechnung. Da stehen nämlich immer die Minuten, die man im Monat Zeit hatte zu telefonieren. Und ganz banal, wenn man weiß, dieses Telefonat geht jetzt länger als 2 Minuten, was hindert uns daran, dabei um den Block zu laufen, einmal unter freiem Himmel zu sein? Die Dinge haben ja keine Schnur, deswegen sind es ja mobile Telefone. Und allein so ein kleiner Gedankenanstoß, der dazu führt, dass man sich jeden Tag eine halbe Stunde bewegt, macht für die Lebenserwartung wahrscheinlich einen größeren Unterschied als jeder Arztbesuch, jedes Medikament. Natürlich nicht zu rauchen ist banal, aber mit dem Rauchen aufzuhören ist gar nicht so einfach. Auch da sich Unterstützung zu holen, am besten gar nicht erst anfangen. Deswegen gehe ich auch in die Schulen, versuche zu unterstützen, dass die Jugendlichen wissen, die Zigarettenindustrie verarscht uns. Also nicht zu rauchen ist der allergrößte Hebel, den man hat. Und ich sage, macht euch einen roten Kringel um die Menschen, mit denen ihr lachen, weinen und schweigen könnt. Das sind eure größten Schätze. Pflegt die und stellt euch vor, wenn ihr krank seid, wen hättet ihr gerne am Bett dabei? Und dann ist einem schlagartig klar, wer einem wirklich wichtig ist. Und diese Klarheit kann man auch haben ohne Krankheit. Das war mir wirklich ein Vergnügen. Ganz herzlichen Dank. Das ist mir eine Freude gewesen, oder? Ja. Wie ich traue mich mal. Auf Wiederlurge. Mehr am Montagabend am 8. auf Radio Live Channel. Und wir verlosen 10 Bücher «Wunder wirken Wunder», signiert vom Autor Eckhard von Hirschhausen, gesponsert vom Rowohlt Verlag. Wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie uns bis am nächsten Donnerstag an die eingeblendete Adresse. Ich lade Sie fürs nächste Wochenende Aline Baumann mit dem Thema «Schwiegermythen». Und in 2 Wochen geht es bei mir um «Mein Nachbar, der Asylant». Danke, dass Sie dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde unterstützt von Swisslux AG, der Spezialist für intelligente Gebäudetechnik.